Und geht, so geht's mal ohne Gebimmel weiter. Ja, ja. Man hat sie gleich der Malaktanz ein, ha? Oh je, geht's da tief runter. Oh Gott, ich darf gar nicht runterschauen. Oh Mann. Also ich glaube, wenn es diese Brücke wirklich gäbe, da brächte mich keiner drüber. Die muss man sich mal von der Seite anschauen. Ich glaube, ich kann euch das sogar zeigen. Falls ihr es noch nicht gesehen habt oder das Spiel gar nicht habt. Also das muss man einfach gesehen haben, was das für eine Brückenkonstruktion ist. Wo sieht man denn das? Hüpf. Hier, schaut euch das mal an, die hatte überhaupt kein Fundament mehr, diese Brücke. Die hängt also zum größten Teil in der Leere. Und wird wahrscheinlich nur noch von Spucke und Liebe zusammengehalten. Und da geht's ziemlich weit runter. Nee, also da würde ich mein Leben lang nicht drüber laufen, wenn ich Dovahkiin wäre. Aber gut. Was macht man denn alles als Held, um die Welt zu retten, ha? Hoffentlich geht's da überhaupt weiter, nicht, dass ich mir da jetzt Schwierigkeiten mache. Mal langsam abseilen. Langsam abseilen, habe ich gesagt, nicht runterhupfen. Aber ja. Wenn ich da meine Dummheiten gemacht habe, da jetzt langsam runterrutschen. Lydia wird schon irgendwie nachkommen. Ja, schau nicht so betroffen, Belaya. Übrigens, mittlerweile habe ich ja ein zweites Projekt laufen. Und zwar Gothic 2 in Belaya. Da könnt ihr mal sehen, was Belaya gemacht hat, bevor sie in Helden beinahe den Kopf verloren hätte. Ja, das Geheimnis ist geklärt. Velaya war nämlich vorher auf Korinis in der Gefängniskolonie. Und nachdem sie aus der Gefängniskolonie entkommen ist, hat sie in Korinis ihre eigene Story verfolgt. Und naja, die Story ist noch nicht abgedreht, aber das Rätsel ist gelöst. Man kann nur nachschauen, was Dovahkiin Velaya vor Helden gemacht hat. Das kann man ja, ansonsten findet man das ja nicht raus. Man beginnt ja als Gefangener. Der Affe. Schaut einigermaßen vernünftiger aus. Komisch, dass man in Morrowind, Oblivion und Skyrim jedes Mal beginnt man als Empfangener. Als Empfangener, als Gefangener meine ich natürlich. Ich weiß nicht, wie das in den anderen Teilen, Daggerfall und so weiter war. Man da auch als Gefangener beginnt, aber irgendwie scheint das ein Running Gag zu sein in den Spielen. Lüdi? Mal kurz Lüdi holen, das mache ich, indem ich die Waffe ziehe und wieder wegstecke. Na also, genau, das ist ein Effekt von dem AFT oder wie das heißt. Nicht AFD, das ist die Alternative für Deutschland, meine Lieblingspartei. Die AFT, Amazing Following Twinks, meine ich. Grundherzader mitnehmen. Und wenn man da die Waffe zieht, dann spawnt der Begleiter neben einem oder hinter einem. Es klappt manchmal nicht sofort, da muss man halt öfters mal die Waffe ziehen und wegstecken. Funktioniert aber an und für sich recht zuverlässig. Ich finde die Funktion prima. Spart einem eine Menge Ärger, wie zum Beispiel eben, wer weiß, welchen Weg Lydia sonst genommen hätte. So kann man sie praktisch beschwören. Ah, puff. Und das mit schwerer Rüstung. Was ist denn das? Eisenerz. Aus Eisenerz kann ich ja Gold machen, wenn ich will. Ich nehme das mal mit. Vielleicht muss ich mal wieder Gold herstellen. Ich bin direkt hinter euch.
Das geht mit dem Veränderungszauber. Das ist ein ganz normaler Vanilla-Zauber. Den habe ich diesmal nördlich von Weißlauf gefunden. Aber ich glaube, dieses Buch war bei meinem letzten Spieldurchgang woanders. Ich weiß aber nicht mehr wo. Kann aber sein, dass es in dieser Höhle immer zu finden ist. Vielleicht gibt es auch mehrere Fundorte. Das kann ich jetzt nicht mit Bestimmtheit sagen. Mal kurz auf der Karte. Weißlauf. Wenn ich mich recht erinnere, war das hier in dieser Mine. Halted Stream Mine Iron. Also ich glaube, da habe ich das besagte Buch mit diesem Zauber hier gefunden. Veränderung. Mineralerz umwandeln. Das macht wenn man den auf Eisenerz anwendet, macht es aus Eisenerz Silber. Wenn man das auf Silber anwendet, macht es aus Silber Gold. Uah, hat mich jetzt gerissen. Ihr habt es ja gerade selber gesehen. Böses Bärchen. Boah, hat der mich jetzt erschreckt. Eieiei, ich bin auch sonst nicht so schlecht. Das ist ein bestialischer Polarbär, gespickt mit Ebenerzpfeilen. Gut aufgepasst, Lydia. Gott, ist mein Blutdruck gleich in die Höhe geschossen. Voll die Panik. Da ist noch irgendwas. Es wird ein Horker sein, oder? Ja, also die tun mir nichts, solange ich ihnen nicht so nahe komme. Ey, Schlachterfischeier. Mitnehmen. Hüpf. Let's play Ice Age 2. Oder so. Septimus Signus Außenposten entdeckt. Klasse Außenposten. Der ist bestimmt genauso schräg wie der Eingang. Schaut eher aus wie ein Langnese als Außenposten. Das war schon wieder Schleichwerbung. Aber ich krieg gerade, also ich schwöre euch, dass ich als für das solche oberste Sprüche kein Stockwerk Geld gebaut bekomme. wurde, konnten keine weiteren hinzugefügt werden. Es war und ist die höchste Spitze. Ich habe erfahren, dass ihr euch mit den Schriftrollen der Alten auskennt. Die Schriftrollen der Alten, in der Tat. Die Kaiserlichen haben sich mit ihnen davon gemacht. Das glauben sie zumindest mit jenen, die sie sahen. Mit jenen, die sie zu sehen glaubten. Du hast eine Ich Meise. kenne eine davon. Vergessen ist sie. Isoliert. Doch dorthin kann ich mich nicht begeben. Nicht der arme Septimus, denn ich bin darüber hinausgewachsen. Ja, das glaube ich dir nicht. Und ist alles in Ordnung? Oh, ich bin wohlauf und werde wohlauf sein, dem Willen dieser Wände zum Wohlgefallen. Und wo ist die Schriftrolle? Hier, Na klar. nun hier, das heißt auf dieser Ebene, Mundus Tamriel, in der Nähe, relativ Also gesehen. relativ zur Erde wäre auf dem Mond in der In Nähe, oder? kosmologischen Maßstäben betrachtet, ist alles in der Nähe. Könnt ihr mir helfen, den Reifen zu bekommen oder nicht? Zumindest wichtig, euch mitzutun, sagt mir einfach, wo es ist. Oh, Ich ein kann nicht anders. gewalttätiges Wesen. Septimus fürchtet euch nicht. Doch so wie eine Hand die andere wäscht, könnten wir einander vielleicht helfen. Ja, ich würde dir gerne kleine Schläge auf den Hinterkopf geben. Das soll doch das Denkvermögen fördern, ne? Von wegen gewalttätig. Sehet dieses Meisterwerk der Dreamer und ihre größten Geheimnisse tief darin. Tief Timus ist ein drinnen. kluger Mensch,
Und vergleich mit dem Wünschen aller Dreamer ist er nichts als ein zurückgebliebenes Kind. Zum Glück haben sie ihre eigene Methode hinterlassen, die Schriftrollen der Alten zu lesen. In den Tiefen von Schwarzweite liegt solch ein Objekt verborgen. Endlich darf ich in die Schwarzweite. Habt ihr von Schwarzweite gehört? Dort, wo Dremer Städte ihren Schlaf genießen, ragt die Spitze sehnsuchtsvoll und dürrt geheimes Wissen. Wo liegt diese Schwarzweite? Tief unten, an entlegener Stelle, in des dunklen Mark, im Schutz verborgener Helle, beim Turm von Sarg, Alftand. Der Ort des Durchbruchs, des ersten Eindringens, der Erschließung. Steigt ins tiefste Tief hinunter. Schwarzweite liegt sogleich darunter. Eieiei, reim dich oder ich fress dich. Niemand kann diesen Ort betreten. Niemand außer Septimus kennt den verborgenen Schlüssel. Nur mit diesem kann es gelingen, das Schloss zu öffnen, um unter den Todesfels zu springen. Wie gelange ich hinein? Zwei Dinge habe ich für euch. Zwei Formen. Eine Kante, eine Rund. Die runde Form dient zum Stimmen. Die Musik der Dremer ist leise und subtil. Sie wird benötigt, um ihre raffiniertesten Tore zu öffnen. Das kantige Lexikon dient der Beschriftung. Für uns ist es nur ein Stück Metall, für die Dremer eine ganze Bibliothek des Wissens. Doch leider leer. Findet M'Sarg und seine Himmelskuppel. Die Apparaturen dort werden die Schriftrolle lesen und den Würfel mit dem Wissen füllen. Vertraut Septimus. Er weiß, dass ihr es wissen könnt. Was mache ich mit dieser Kugel? Die tiefsten Türen der Dremer lauschen dem Gesang. Sie spielt diejenigen Noten, die der Öffnung dienen. Hört ihr es denn nicht? Ist es zu leise für eure Ohren? Was mache ich mit diesen Würfeln? Ein Blick auf die Welt im Inneren einer Schriftrolle der Alten kann die Augen schädigen. Oder auch den Verstand. Wie im Falle von Septimus. Oh nein, bitte nicht. Die Dremer fanden ein Hintertürchen, so wie immer, um das Wissen zu fokussieren, raus und hinein, ohne Schaden anzurichten. Legt das Lexikon in ihre Vorrichtung und lenkt den Fokus der Kenntnisse dort hinein. Erglüht es dann in hellem Schein, so bringt es zurück, auf das Septimus von Neuem lesen möge. Du hast noch eine Minute Zeit, mir zu sagen, wofür ich die Schriftrolle der Alten brauche. Wie achtsam, wie schlau es ist, Septimus zu fragen. Diese Dremer-Schatulle, betrachtet sie und rätselt. In ihrem Inneren ist das Herz. Das Herz einer Gottheit, euer Herz und meines. Doch es wurde versteckt. Nicht von den Zwergen wisst ihr. Die waren bereits fort. Es war jemand anderer. Unbemerkt, unbekannt. Er fand das Herz und dann mit einem Gespür für Ironie bediente er sich zwergischer Tricks, um es wegzusperren. Die Schriftrolle gewährt die tiefe Sicht, die zum Aufsperren notwendig ist. Stopp! Nicht einmal die stärksten Machenschaften der Dremer können der allumfassenden Sicht trotzen, die eine Schriftrolle der... Halt die Klappe, die Zeit ist um. Ich muss mal kurz...